selber geplant worden und von ihm auch sehr viel selber installiert worden. Wir haben ihm geholfen bei der Schemaerstellung, bei der Projektierung, wie das Ganze soll stattfinden soll, vor allem auch von seinen Reisen her, also wohin reist er. Er will mit dem Fahrzeug wirklich weltweit die Reise machen. Vorerst aber nur mal europaweit. Der Aufbau selber ist von der LARAG gemacht worden in Wiel. Die haben wirklich sehr gute Arbeit gemacht, das dürfen wir hier auch an diesem Punkt sagen. Wir arbeiten auch sehr gerne mit der LARAG zusammen. Ich werde euch mal ganz kurz ums Fahrzeug herumführen, um zu zeigen, wie es aussen aussieht. Wir haben ein Chassis von der Mercedes, ein recht älteres Fahrzeug. Das ist der Vorteil, dass man auch sehr viel selber reparieren kann, was motorenmässig oder fahrzeugaufbaumässig betrifft. Wir befinden uns jetzt hier auf der rechten Seite, also eigentlich auf der linken Seite, auf der Fahrerseite vom Lastwagen. Aus dem Grund, weil ich euch zeigen möchte, dass es auch Generatorenmöglichkeiten gibt, die man außen am Fahrzeug montieren kann. Hier ist es ein Dometic-Generator 3000 VA. Wir haben Dometic ebenfalls im Programm, aber wir haben die Generatoren von der Whisper Power. Das ist ein holländischer Hersteller. Der Generator ist ein Dieselgenerator, wo auch sehr einfach zum Warten ist, also wo man wirklich auch von außen sehr viele Sachen herkommt. Wenn man aber gleich mal weitergeht zu unserem System, das heisst zu unserem Produkt, das der Kunde selber verbaut hat. In dieser Klappe oder hinter dieser Klappe ist die Garage und da innen ist auch sehr viel von uns verbaut worden. Wir wollen euch das mal kurz zeigen, wenn wir die Klappen öffnen. Wir haben ein Quattro 12 Volt 3000 VA drin, das heisst, das ist ein Wechselrichter und Ladegerät in einem. Der hat Ausgangsleistung 3000 VA, gleichzeitig aber auch ein 120 Ampere Ladegerät integriert. Also man ladet hier unsere Batterien, die seht ihr später noch, die sind im Innenraum mit 120 Ampere. Wir haben eine Sicherungsbox, das heisst, wir haben Landanschluss sowie auch Wechselrichterabgang, beides mal mit einem FI-LS abgesichert. Wir haben oben dran nochmal ein Dometic Ladegerät drin. Das Ladegerät ist für die Starterbatterien. Die sind 24 Volt, weil der Lastwagen 24 Volt ist. Den Aufbau hinten haben wir aber bewusst 12 Volt gemacht. Es ist einfacher, 12 Volt Ersatzteile zu finden in den anderen Ländern als 24 Volt Ersatzteile. Darum ist der Aufbau hinten 12 Volt geplant. Hier oben seht ihr noch ein Ladegerät von Mastervolt. Das ist für die Generatorstarterbatterie. Ganz oberst oben haben wir einfach noch eine Steckdose montiert, wo wir können auch aussen nutzen, wenn wir etwas würden brauchen aussen an Strom. Wir sind es aber eigentlich gedacht für die Ladegeräte. Hier hinten haben wir noch einen grossen Wassertank. Wie viel Liter ist mir leider vorher nicht geblieben, was der Kunde erwähnt hat. Was aber sehr speziell ist, wenn ihr oben schaut. Oben innen haben wir eine Wasseraufbereitungsanlage. Das heisst, der Kunde kann aus dem Fluss, aus dem See raus Wasser nehmen. Das wird dort gereinigt und es ist effektiv sauberes Trinkwasser. So, dass ihr von überall her Wasser nutzen könnt. Ganz hinten noch ist eine Waschmaschine. Das wirklich auch auf längeren Reisen, weil sie haben wirklich vor, mehrere Jahre zu reisen mit dem Fahrzeug, auch Wäsche machen können. Wir haben jetzt mal den Generator gesehen auf der anderen Seite. Da hinten haben wir mal die Anlage gesehen, wie es wäre mit so einem 30 Volt Anschluss und Wechselrichter. Ebenfalls auch die wirklich Hammer-Idee mit der Wasseraufbereitung. Aber auch innen ist das Fahrzeug vom Kunden und seiner Partnerin wirklich komplett selber geplant worden. Und wir haben wirklich noch nie so einen Aufbau gesehen, so viel Platz in so einem kleinen, engen Raum. Ihr werdet es selber sehen. Auch der Ausschub selber ist sehr interessant gemacht. Wir haben nicht ein Stege, das auf die Seite rausgeht, sondern ein Stege, das nach vorne ausgezogen wird. Die ist recht einfach zum Handhaben. Man könnte sie aushängen und könnte sie hier einfach ausziehen.
Ganz kurz, wenn ihr jetzt gerade ins Fahrzeug hineinschaut, ihr seht einen richtig grossen Eingangsbereich, sowie auch gerade wirklich einen Essbereich. Also für zwei Personen reicht das perfekt. Es hat auch wirklich überall schöne grosse Fenster, dass viel Licht reinkommt. Man hat einen breiten Gang. Um die Ecke herum kommt dann eben unsere Stromversorgung. Wir haben auf der Seite mehrere Displays. Ich erlaube mir jetzt hier schön meine Schuhe abzuziehen und auf das Küsschen drauf zu gehen. Display mit Schalter drauf, wo man jegliches Licht und Pumpe und Sachen separat steuern kann. Und man kann ein- und ausschalten. Wir haben unser Bedienpanel von der Victron Energy für den Quattro. Also das heisst, wo wir ein- und ausschalten können, wo wir aber auch sehen, was passiert momentan. Also haben wir Landanschluss drauf, sind wir gerade am Laden, wenn ja, in welcher Ladephase sind wir. Und wir sehen auch, was für Fehler hätten wir. Also das heisst, haben wir eine Überspannung, haben wir eine tiefe Batteriespannung oder haben wir einen Temperaturfehler im Quattro, wie das heiss zum Beispiel geworden ist. Sehen wir alles auf dem Bedienpanel. Das Schöne ist, am Quattro und mit dem Bedienpanel haben wir die Möglichkeit, den Landstrom zu begrenzen. Das haben wir euch in einem anderen Video schon gezeigt, im Showroom-Video mit unserem Tisch, mit unserem Ausstellungstisch. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dass wir sagen können, wir wollen nur 7 Ampere vom Netz ziehen. Und wenn wir mehr brauchen im Fahrzeug, wird der Rest aus dem Quattro rausgenommen und adaptiert. Das heisst, wenn wir im Fahrzeug 10 Ampere brauchen, ziehen wir vom Netz 7 Ampere, 3 Ampere wird vom Quattro zugegeben. Dann haben wir noch eine Heizung, wir haben eine Standheizung und die Generatorsteuerung, wo wir den Generator von hier innen ein- und ausschalten können. Und wir haben einen Super B Touch Monitor, wo wir die komplette Batteriebank anschauen können. Die zeige ich euch nachher gerade noch. Aber auch, wir sehen, wie lange wir noch arbeiten, wie viel Strom geht raus, wie viel Spannung hat die Batterie. Auch hier haben wir irgendeinen Fehler von der Batterie. Das zeigt uns alles der Touch-Monitor an. Das ist aber alles mal raus. Drinnen sieht es so aus. Wir haben auf dem Dach oben noch zwei Solaranlagen. Das heisst, einmal eine Solaranlage mit zwei Stück 130 Watt Panels. Und ein Stück 85 Watt Solarpanel von der Lösol. Über diese Solarladeregler wird die Spannung von der Solarpanel, die höher ist als die normale Batteriespannung, umgewandelt in eine normale Batterieladespannung. Ich werde euch jetzt eben noch die Batteriebank zeigen. Und zwar haben wir Lithium-Isophosphat-Batterien drin von der Firma Super B. Wir haben zwei Stück von der neuen 12 Volt 210 Ampere Stunde Lithium-Batterien drin. Die sind hier unter dem Sitzbank verstaut. Es ist so gemacht worden, dass wir die Batterien sehr einfach zugänglich haben. Also auch wenn irgendein Fehler wäre, ich sage jetzt mal, in Afrika steigt euch eine Batterie aus, kommen wir sehr schnell dazu. Das Schöne ist an der Super B, falls der Fall mal wäre, wir hoffen es ja schwer nicht, falls doch, könnt ihr beide Lithium-Batterien ausbauen und notfallmäßig zwei Bleibatterien rein tun. Ihr müsst keine Ladespannung anpassen, keinen Ladestrom anpassen. Wir haben alles so eingestellt, dass es auch nutzbar wäre für Bleibatterien. Ihr seht jetzt hier die zwei grünen Batterien, das sind eben die Lithium-Isophosphat-Batterien. Das ist der sicherste und bezahlbarste Lithium-Akku auf dem Markt momentan, der kann weder brennen noch explodieren. Wir haben zwei Sicherheitsrelais drin, die werden mit dem BMS, oder sind als Unterstützung vom BMS, und zwar, wenn die Batterie einen Fehler hat, egal ob Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, was auch immer, würde das Relais dort abschalten. Auf der anderen Seite haben wir eine Hauptsicherung, wo die kompletten Verbraucher alle schützt. Und wir haben einen Hauptschalter für das Solar. Der Grund liegt da drin, dass wenn wir die Batterie mal austauschen müssen, die Solarladeregler immer noch Spannung bringen. Aus dem Grund hat es hier einen Hauptschalter drin, dass man sagen kann, gut, man schaltet auch dort die Spannung, die oben runterkommt, ab und haben wirklich alles spannungslos. Vorne ist es wirklich auch sehr schön gemacht und wirklich auch da wieder sehr durchdacht. Es hat einen
Ablagefläche, wo aber auch gerade das Lavabo integriert ist, also kein Übergang, keine Kante, nichts. Es ist eine Platte, wo das Lavabo gerade drinnen ist. Auch der Induktionskochherd, den sie da drin haben, das ist ein 2-Platte-Induktionskochherd, ist schön eben mit der Kochplatte. Also auch da keine Kanten und nichts. Sie haben ebenfalls ein Kombigerät, das heisst, das ist ein Backofen sowie aber auch Mikrowelle in einem, wo es wirklich über den Quattro könnt betreiben, wenn sie jetzt müsste sie sogar während der Fahrt theoretisch. Sie haben einen Kühlschrank da drin, wo für 2 Personen genug gross ist. Und was ich jetzt noch cool finde, sie haben hier auf der Seite Fächlein gemacht und das untere Fächli ist für Kaffeemaschine. Also wir haben die Kaffeemaschine hier innen gerade verstaut, wir haben es drin in einer Steckdose, dass auch das Kabel nirgends rumbambelt, wo man einfach, wenn man fährt, kann zumachen. Fertig. Wenn wir aber die andere Seite anschauen, haben wir hier ein WC drin. Schon recht speziell, allgemein hier innen sind die Griffe, also hier haben wir wirklich einen sehr robusten Griff. Alles andere sind zwar wie ein Campinggriff, also zum rein- und rausdrücken, aber sehr robust und sehr einfach zu handhaben. Machen wir da mal auf. Wir haben einen grossen Spiegel, den man da drinnen hat, und ein sehr grosses WC. Ebenfalls gerade mit Dusche integriert. Und da ist jetzt wirklich schön, wir haben auch am Boden eine Platte fürs Wasser, die nicht kaputt kann gehen. Es ist eine Chromstahlplatte am Boden drin. Zeigen wir euch aber auch noch den Durchgang, den sie gemacht haben. Hier seht ihr sehr schön auch, wie dick isoliert das da die Kabine da innen ist. Wir haben den Durchgang gerade direkt in die Kabine führen, wo wir sehr einfach auch hier wieder von innen kommen in die grosse Kabine von dem Fahrzeug. Alles wirklich einfach, aber sehr schön und sehr robust gemacht. Weitere Videos findet ihr auf unserem YouTube-Channel, wo wir auch konkreter in die Geräte hineingehen oder auch konkreter in Aufbauten hineingehen. Dankeschön fürs Schauen. Schönen Tag miteinander.